Ich starte mal die Aufnahme. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bamik Arc. Zusammen mit Mirio und mit Blauli. Ja, warte. Nochmal, kannst du nochmal neu machen, bitte die Anmod? Du hast da einen Fehler drin. Mirio! Nee, ich möchte, dass er das nochmal macht. 3, 2, 1. Katze, deins. Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Mika Arc zusammen mit Miri. Mirio! Und? Mirio. Meinem Trusty Argentavis feiner Flugtransport. Nein, du hast es nicht verstanden. Was habe ich nicht verstanden? Nein, nochmal. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, Mirio. 1. Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Mika Arc zusammen mit Miri und Yellow. Mirio! Sehr gut. Blauli versucht die T-Rex mit Hilfe von den eigenen Geräuschen anzulocken. Eine interessante Wahl. Das ist nicht fair von dir. Ich heiße Baloui und bin mit dabei. Hallo Blauli, schön dich dabei zu haben. Das ist im Übrigen Mobbing und dafür zeige ich euch an. Oha. Bei Early. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Blauli ist jammerlich heute. Kann das sein? Ja. Mi, Balu ist er heute. Blauli ist heute wieder jammerlich. Das ist ärgerlich. Ja, immer wenn er am Jammern ist, ist das ärgerlich. Ich jammer nicht. Du jammerst nicht? Nein, ich jammer nicht. Das ist aber jammerlich. Du bist jammerlich. Mir ist übrigens nicht unsere Insel. Wo waren wir denn? Wo ist unser Zuhause? Oh nein. Wie kann Blauli das eigentlich immer noch verlieren, also unser Zuhause? Ich sehe, wie er wieder davonfliegt. Das ist ja nicht schon ziemlich gemein von dir, ne? Insel. Warum bin ich hier nicht auf der richtigen Insel? Wo ist unser Zuhause? Und fliegt in die andere Richtung weiter. Warum habe ich dich noch aufgenommen? So traurig. Oh mein Gott. Hallo. Hallo! Hallo, warst du auf der richtigen Insel und bist gegangen? Kann das sein? Weißt du mich? Also, ich habe die letzte Folge, währenddessen ihr Familienausflug hattet, etwas gebastelt. Ah, oh, das sieht ja interessant aus. Oh, wo ist er? Was ist zum Geier? Hallo, Metzel! Oh, ich wollte dich starten. Hupala. Warum? Achso, ja, okay. Du bist da gerade oben drauf. Du bist wieder am Starten. Nein. Ich müsste das da gerade. Diesmal. Ah ja. Was ist das? Wir haben du hast ein Auto gebaut. Hier ist eine Klimaanlage drauf. Ich würde das ist für gern, den Fall, dass wir durch irgendwelche krassen Gebäude fliegen. Wenn wir einen Ausflug machen, würde ich gerne selber einen Flugdino mitnehmen. Nur für den warum, Fall. Warum traust du Katze und seinen Familienausflügen nicht? Hä? Weißt du noch das eine Mal, als wir Familienausflug gemacht haben und vom Giga fast gefressen wurden? Meinst du mit der Dodotanik? Ach nee, warte, das war was anderes. Das war mit einem Bus. Das war... Also erst einmal Folgendes. Ich bin etwas überladen. Wir haben da oben, ich nenne das ganze Quetzel hat auch keinen Namen. Wir dürfen es gleich benennen. Es wird nichts mit Dodos heißen, muss ich vorher dazu sagen. Okay? Günther! Es wird auch nicht Maschinendodo oder Günther Gisela. Heißen. Wird auch nicht Gisela heißen. Gisela Dodo. Normalerweise hätte ich das alles auf ein Hovercraft gebaut, aber das geht leider nicht. Hatte ich nicht auch ein Argentavis? Naja, ein Argentavis, ich würde euch allgemein, also wir sind sehr langsam. Wir werden sehr, sehr langsam sein, ne? Also das ist von vornherein schon mal... Ja, aber da sind wir immer. Ja, ich würde es nur dazu sagen. Wir werden absolut langsam sein. Aber wir werden auch gleichzeitig absolut krass sein. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber das bin ich ja immer, das ist ja auch nichts Neues eigentlich. Aha. Ah ja, ich verhungere. Ich empfehle euch, dass ihr ein paar Kryokapseln vielleicht mitnimmt. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen oder nicht, aber das können wir ja trotz alledem machen. Ne? Kann man ja trotzdem mal machen. Zur Sicherheit, falls wir einen T-Rex sehen. Ja. Oder einen Greif. Aber wir haben gar nichts zum Zähmen dabei. Aber das wird schon. So, jetzt lasst uns das noch ganz kurz gucken. Ich werde jetzt hier ebenfalls eine Kibbelstation draufbauen. Ha? Wir haben kein Schießpulver mehr. Ach du Kacke.
Schieße, das schieße wir, Pulver, das müssen wir natürlich Zündpulver. Hier alles irgendwo in Ecken stopfen. Da kommt das hin. Dann hätte ich da gerne mal so viel. Haben wir noch Kryokapseln leere? Wie sieht das Gewicht vom Quetzel momentan aus? Das Gewicht ist fast weg, ne? Also. Was heißt, der kann mich nicht mitnehmen, weil ich zu schwer bin, oder? Naja, wir müssen es so boosten, dass es halt klappt, dass es dich mitnehmen kann. Ach so. Den Rest müssen wir in Fluggeschwindigkeit ballern. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Kibbelstation drauf. Das ist mal Sache Nummer 1. Weil wir noch nicht wissen, welche Dinos wir finden. Naja, wir können theoretisch jeden Dino zähmen auf dem Weg, wenn wir eine Kryokapsel jetzt noch genug mitnehmen, ne? Also. Ich hab 2 mitgenommen. Wer ist Tino? Ich weiß nicht, habe ich Tino gesagt? Auf geht's, ich sitze schon. Wuhu! Moment, ich muss noch einmal Storage eingeben. Ich kann keine Storage-Sachen. Ach so, weil das hier Schrank heißt. Wir bauen den Standardschrank, das passt. Miri, hast du genug Munition? Habt ihr genug Appetizer dabei? Das ist jetzt die große Frage. 14 normale und 45 Trank. Und Appetizer habe ich 18. Okay, ich 18 Appetizer ist ein wenig. Appetizer ist ein bisschen wenig. Mal, welches noch mit? Ja, das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, wo man die macht. Aber ich suche gerade die Trank. Wo hat man denn die Trank-Sniper-Bullets gemacht? In welchem Crafting-Ding? In der Factory? Ja, ne? Ja, im 2.0 aber. Aber nicht mehr. Wir haben nur noch ein Narkosemittel. Das ist nicht das, was ich wollte. Trank da. Oh, was fehlt denn da jetzt schon wieder? Bitte sag mir. Noch 300 Fleisch. Oh, mir fehlt nur Element, das ist gut. Schießpulver. Schmeckt? Ja, danke schön. Bitteschön. Louis? Miri? Hast du Yellow mit Absicht im Meer geparkt? Yellow! Ich glaube nicht, dass ich ihn da geparkt habe. Aber spinnst du eigentlich? Ja, fein. Dämliches Ding. Ehrlich, wenn man einmal nicht auf seine Dinos aufpasst, ne? Machen die nur Scheiße. Das ist natürlich aber tragisch. Aber er wollte baden gehen. Ja, ja. Hier, Miri, sind noch 20 Trank-Dinger, wenn du willst. Hier in dem Schublade in der Factory 2. Ja. So, dann habe ich eine Kryokapsel mit meinem Flugdodo im schlimmsten Fall, falls was passiert. Und nehme noch welche leere mit. So. Ja. 1, 2, 3. Und damit bin ich bereit für den Familienausflug. Essen habe ich genug. Und trinken werden wir wohl unterwegs finden. Ich gehe noch einmal trinken. Ja. So, Familienausflug! Unsere Familienausflüge gehen immer schief. Aber egal, Familienausflug! Weißt Familienausflug. Du noch die Landaale? Die Landaale waren echt eine unschöne Situation. Aber das wird diesmal nicht passieren, weil wir sind in der Luft. Und Flugaale haben wir bisher noch nicht gesehen. Das ja, das ist aber die richtige Aussage. Ah, nee, warte. Bisher ist schon mal eine sehr gute Aussage, was das angeht. Ne? Ja, also. Weil man weiß nie, vielleicht gibt es auch Tiefsee-Spawns im Himmel und dann ist da plötzlich ein Messerkrake. Aber man muss dazu sagen, ich habe schon mal versucht, mit einem Admin-Command in Singleplayer einen Tiefseefisch irgendwo zu spawnen, wo er nicht hingehört. Und ich kann guten Gewissens sagen, es sollte eigentlich nicht gehen. Ah, deswegen liegen es, die ganzen Messerkraken. Und schon wieder sollte, hätte, könnte. Ja, also solche normalerweise lässt man weg. Normalerweise explodiert das dann. Normalerweise auch wieder so ein Ding, was hätte, wende, könnte und aber. So ist es. Hätte, wette, könnte und aber. So, wette. Leute. Ist ja egal. Leute, erst einmal, wir aktivieren das hier. Was jetzt passiert? Wie ihr vielleicht seht, sind die Dinger nicht nach außen gerichtet, sondern auf eure Stühle und ihr sterbt jetzt in 3, 2. Eigentlich müsste es noch anders sein. Also deswegen. Dann machen wir noch das hier ganz kurz mal vorab an. Das hier ist unser Notfall, ne? Das ist unser Notfallsach. Das bedeutet, wir setzen den mal. Das ist unser Notfall. Wenn wir irgendwo hin wollen, wo die Dinos böse sind und wir nicht wollen, dass sie uns umbringen können, während wir landen, machen wir den Schild an.
Ganz einfache okay. Geschichte. Okay. Und die Geschütze okay. sind dazu da, wow. um alles zu töten. Okay. Und du wolltest jetzt einen T-Rex zähmen gehen, oder? Ja. Verloren ja, dann ein T-Rex. Lasst uns doch mal da drüben gucken, ob wir irgendwo einen T-Rex da drüben finden. Aber so. Was, das wenn da ein Drache kommt? Wenn, ein Drache kommt, ist der tot. Wenn ich jetzt aufstehe, fall ich dann runter? Ja, ihr müsst mich abholen. Oh nein, wenn jetzt hier Monsterfische sind. Oh shit. Das war eine dumme Idee. Ich wollte hier nicht hin. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist das für ein Kack? Rettet mich. Das wird schwierig. Aber unsere Geschütze sind jetzt schon nicht amused. Ja, ja, ich geht's. Okay, also aufstehen, aufstehen. Aber das ist doch scheiße. Kann man da nicht einfach stehen bleiben? Würde ich gerade. Piu, 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 piu. Katze tötet aus Rache nach den letzten Folgen das ganze Meer. Ah, hinter mir! Hinter mir! Hallo, hallo! Oh, fuck! Lauli? Ich wollte gar nicht absteigen. Das hinter dir ist absteigen. Nie. Das hinter dir ist sicherlich nicht oh. mehr da. Das hinter mir ist alles. Das Geschütz hat das gut dezimiert. Wir räumen kurz den Strand für dich. Moment. Ja, dankeschön. Okay. Kannst du mal eben kurz absteigen, damit ich aufgehen kann? Ich bin schon abgestiegen. Danke. Also halten wir fest wie bei der Totanic. Man darf nicht absteigen, es sei denn, wir stehen in der Luft fest. Okay, wir können los. Sehr gut. Piu, 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 piu. Das ist auch nur leicht laut, ey. Also wir können auch verhindern gerade, dass die random irgendwelche Sachen anschließen, indem wir das Schild einfach aktivieren währenddessen. Weil in der Range des Schildes können sie... Man kann nicht rausschießen. Nee, die können, die erfassen jetzt keine Dinos mehr außerhalb, weil sie nicht durchschießen können. Ja. Du kannst nicht aus dem Schild rausschießen. Der schützt in beide Richtungen. Das ist aber ein dummes Schild. Naja, eigentlich ist es genauso, wie ein Schild funktionieren würde. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt übrigens gegen den Basilisken versuchen würde. Das wäre wahrscheinlich eher ein Nein von meiner Seite. Warum? Die waren lieb. Vor allem, weil das Plattformsattel für das Quetzel halt nicht darauf ausgelegt ist. Der ist noch ein Stufe 1 Sattel, bedeutet, der hat keinerlei Rüstung. Wenn die Viecher an das Quetzel kommen, ist es tot. Aber wir können gucken. Nein, aber es wird halt umgebracht, ne? Also es wird halt getötet. Wir können einmal ganz kurz gucken, ob wir da unten irgendwo einen Mob-Spawn haben auf einer der Inseln. Zombie finde ich gut. Wenn ihr auf einer der Inseln hier unten, also direkt hier so an den oberen Inseln, einen Spawn seht, irgendein Dino, ne? Dann sagt Bescheid. Und dann können wir ganz kurz für Mobbing hingehen. Oh, wir können das hier ganz kurz nutzen. Blauli, willst du den gelben Loot gleich haben hier? Ja. Soll ich dir mal zeigen, wie man den lootet, ohne dass man ein Problem bekommt? So, alle Dinos können nicht ran. Das ist so gecheatet, oder? Ah, schöne Aussicht, schöne Aussicht. Ja. Aha, braucht einer ein GPS? Ja. Sehr gut. Setzen okay, Sie sich. Okay, wir sitzen wieder. Weiter geht die Fahrt. Bisschen fühle ich mich wie im Fernbus. Ja, das ist richtig. Übrigens haben wir ebenfalls, zu Ihrer Zufriedenheit, Klimaanlagen hinter uns installiert. Diese Klimaanlagen sorgen dafür, dass hier in der Umgebung sowohl in heißen als auch in kalten Gebieten unsere Temperatur reguliert wird. Das bedeutet, wir können damit auch durchs tiefste Wintergebiet in der Theorie fliegen und es dürfte nichts passieren. In der Theorie und dürfte, Alter. Das Problem an der Geschichte, es ist arg. Es ist fucking arg. Weißt du noch, als ich mein Inventar nicht schließen konnte? Ja, war ein guter Tag. Ja, das war eine gute Aufnahmesession. Das war... Ich habe sie schon wieder gelöscht. Das war... Ja, ich hatte sie nicht gelöscht. Ich bin gerade... Ah, guckt mal, Leute, da vorne. Seht ihr die Brontos hier, die überall rumstehen? Ja. Das ist ja allgemein. Ich finde auch nicht, dass die hier stehen sollten. Kacke, Alter. Das ist doch voll OP. Wir müssen unseren alten Spawn wiederfinden. Ich denke, das ist eine schöne Mission. Was, unseren alten Spawn wiederfinden, ist nicht das Problem. Ja, wir fliegen zurück in unser erstes Zuhause. Ja. Und als Rache, dass wir in der ersten Folge so oft getötet wurden, töten wir einfach alles, was da lebt. Alles, was da unten ist, einfach umbringen, sagt ihr. Wisst ihr noch? Bin dann also unser Zuhause ist da vorne. Da vorne ist der erste rote Wald. Vom roten Wald kommen wir dann in den anderen Wald. Mal gucken, ob du den wirklich so ohne Probleme findest. Guck mal, ob du unsere erste Base wiederfindest. Das ist unsere erste Base? Ja. No problemo. Warte, ich klicke einmal auf die Karte jetzt, einmal nur um mich zu orientieren. Ja, klar, wir fliegen in die richtige Richtung für die erste Base. Müssen ein bisschen links halten, aber ja. Die erste Base dürfen wir finden. Aber hier unten müssen irgendwo T-Rexe sein, deswegen wollte ich eigentlich hier hin. Achso. Ja, können wir auch. Hier müssen Argentavis und T-Rexe noch irgendwo in der Gegend sein.
Hey, da unten ist ein Argentavis. Ist das praktisch oder ist das praktisch? Naja, wir wollen ja vor allem den T-Rex haben. Ja, ja, weil Miri, cool. Nein, Miri braucht keine Argentavis, das kennen wir doch schon. Was soll Miri mit Argentavis? Mist. Wo ist der T-Rex hier? Hier hatten wir das letzte Mal einen Tech-Rex, der rumgelaufen ist. Oh, ah. Also an der Stelle war ich ja schon mal vor einiger Zeit im Argentavis. Gib. Gute Nachricht, das Ankylo wird uns nie wieder wehtun. Okay. Es ist relativ interessant, normalerweise dürften die Dinos nicht in unseren Schildbereich kommen. Das bedeutet, die dürften gar nicht in unserem Schild drinnen sein. Ja, ich weiß, wie der dürfte, aber es ist da halt gerade... Da sind wütende Dodos. Was? Da links von uns, sind das nicht böse Dodos? Da, links, links, ganz viele böse Dodos. Die töten den Go, Dodos, go! Ihr könnt das, ihr schafft das. Guck mal. Die armen Dodos. Boah, wie die den Agitavis gespielt haben. Rip. So, jetzt Rache funktioniert das mit dem Schild. Ah, jetzt guck, er so, Entweder wir sind zu schnell, also wenn wir rein sprinten, dann kommt er nicht, ist es nicht ganz richtig. Aber ja, okay. So ist es eigentlich in der Theorie, dass du die Dinos wegschiebst. Ich mache am Dino-Katzen-Server ganz gerne auf meinem Hovercraft das Ding an. Ist das ein Dodorex? Was ist das rechts da? Nein, das ist kein Dodorex, das ist ein Allosaurus. Nee, ein Utyrannosaurus Rex ist das. Was? Oh, da können was? Wir aber gar nicht hin. Ja, das ist auch ganz gut so, dass wir die vorher nicht gesehen haben, weil Utyrannosaurus Rex hat einen negativen Effekt. Wenn der rumschreit, also der kann wie der T-Rex und der Giga auch schreien. Und links, was ist das da? Das ist ein T-Rex. Das ist ein Stego. Ach, nee. Ein T-Rex. Genau, das bedeutet, wir machen uns jetzt hier unten eine kleine Safe-Basis. Wie, das ist ein Safe da dran, wenn wir auf dem Boden auf der gleichen Höhe wie der T-Rex sind. Warte, gehen wir jetzt raus und gehen aus dem Schild schießen, gehen wir in das Schild rein? Wir gehen jetzt hier einmal raus aus dem Schild, weiblicher Rex. Und der Schild funktioniert. Und während dem Nachladen. Irgendwie das Gefühl. Wir sollten übrigens auch die anderen da töten, ne? Oh, ich habe vor das Schild geschossen. Das war der Plan! Da sind noch Terrorbirds in der Nähe, also... So einen können wir auch zähmen. So einen will ich auch haben. Wenn ihr einen aus Versehen zähmt, sagt Bescheid. Katze? Juhu! Bin ich wieder im Schild? Ja, ihr seid im Schild. Das ist das Unheimlichste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Man zieht den Schild manchmal nicht. Das finde ich irgendwie ungut. Wenn man zu sehr davor ist. Oh, der ist down. Lolli, it's your turn. Ich bin gerade schon wieder zurückgeflüchtet. The stage is yours. Wie das Ganze Miri, funktioniert. Ich habe das Ding, klappt. Ich habe kein Dings. Miri, du musst den Dings machen. Wie das Ganze ausgeht und wie das Ganze funktioniert, seht ihr in der nächsten Folge bei Blauli. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut und bis dann. Erstmal ciao. Bleibt euch.